Ja, danke schön. Im ersten Draft hatte ich das Überwachungsstaat noch in Anführungsstrichen gesetzt. Das habe ich dann lieber weggelassen nach den vergangenen Wochen. Wie gesagt, ich will Freifunk heute nicht so sehr aus technischer Sicht erklären, sondern aus politischer und gesellschaftlicher Richtung. Da interessiert mich vor allem erstmal, wer von euch hat von Freifunk schon mal gehört oder ist gar aktiver Freifunker? Sehr schön. ich will erst noch kurz was zu meiner Person sagen. Also ich bin, wie gesagt, aus Weimar, dort seit fast 10 Jahren aktiv im Bereich Freifunk. In Weimar heißt das auch gar nicht so richtig Freifunk, sondern Weimarnetz, weil wir schon so lange dabei sind, da gab es das Wort Freifunk einfach noch gar nicht. In dem Leben, in dem ich Geld verdiene, bin ich Softwareentwickler und Datenbankspezialist und im Freifunkbereich kümmere ich mich halt um viele Sachen, zum Beispiel um die freifunk.net-Website oder die Freifunk-API, wo wir dezentral die Daten unserer Communities sammeln. Und ich habe auch noch ein ganz anderes Projekt, wo es um Maschennetzwerke geht, das ist das Stricken. Wir haben Strickmaschinen, die mit dem Computer verbunden und stricken dann wild vor uns hin. Genau, das wird jetzt die technischste Folie, glaube ich, sein, meines Vortrags heute. Wie funktioniert Freifunk eigentlich? Freifunk basiert auf sogenannten Mesh-Networks. Es gibt Router, die sich per Funkverbindungen zum Beispiel sehen. Und auf diesen Routern haben wir spezielle Routing-Protokolle installiert, um die Routen zu anderen Routern im Netzwerk zu finden und zum Beispiel auch zum Internet die Route zu finden. Da gibt es verschiedene Mechanismen und Ansätze, wie man da die kürzesten Wege finden kann. Es gibt auch verschiedene Ansätze, wie ich überhaupt die Routen herstellen kann, auf welchem Netzwerklayer ich mich bewege. Das würde jetzt hier aber deutlich zu weit führen. Ein wichtiger Punkt, wie gesagt, ist der Zugang zum Internet. Da sollte halt die kürzeste Route gefunden sein, die sich auch nicht unbedingt ständig ändern soll. Aber Internet ist halt eigentlich nicht unbedingt der wichtigste Punkt, weswegen wir Freifunk machen. Und da komme ich zur Vision von Freifunk. Hier habe ich einfach mal den Satz aufgeschrieben, den wir auf unserer Website stehen haben. Die Vision von Freifunk ist die Verbreitung freier Netzwerke, die Demokratisierung der Kommunikationsmedien und die Förderung lokaler Sozialstrukturen. Will eben heißen, dass wir tatsächlich lieber uns mit unserer Nachbarschaft verbinden, dass wir in unserer Nachbarschaft Dienste anbieten wollen, die eben in den Städten und Kommunen und Gemeinden genutzt werden können, anstatt nur auf Internetzugang abzuheben. Nichtsdestotrotz ist Freifunk lange Zeit auch für viele Leute, vor allem in ostdeutschen Städten, aufgrund sehr innovativer Verkabelung Ersatz für den Internetzugang gewesen. Deswegen war Freifunk in Berlin, Leipzig und eben auch Weimar so Anfang bis Mitte der 2000er Jahre sehr groß gewesen. Freifunk beinhaltet ja das Wort frei und wir definieren eben frei nicht im Sinne von frei Bier, dass alles kostenlos ist, sondern frei bedeutet für uns zum einen, dass das Netzwerk offen und öffentlich ist. Das heißt, jeder, der mitmachen möchte, kann sich beteiligen, kann einfach sein WLAN-Gerät anschalten, sich mit der SSID Freifunk verbinden und ohne sich registrieren zu müssen, ohne irgendwelche Daten angeben zu müssen, nutzt er eben dieses Netz und wenn Internetzugang verfügbar ist, kann er eben auch ins Internet gehen. Es darf auch jeder einfach einen weiteren Router in das Netz mit einbringen, das Netz erweitern, stabilisieren, verstärken, ohne dass man sich melden muss oder registrieren muss. Das ist natürlich mit ein paar Hürden verbunden, dass man den Router mit der Freifunkfirmware ausstatten müsste und dann auch schauen muss, wie und wo habe ich den besten Empfang. Aber grundsätzlich ist das Ganze erstmal möglich, ohne dass wir nachfragen müssen oder dass wir erwarten, dass die Leute nachfragen, wenn sie einen Router installieren wollen. Das ganze Netz ist anonym zugänglich. Wir wollen keine Registrierung und verbinden das auch mit dem Prinzip der Datensparsamkeit. Das heißt, wir wollen keine Daten sammeln und am Ende für uns aufbewahren müssen, die jetzt nicht notwendig sind.
Die einzigen Daten, die wir zum Beispiel, die freiwillig angegeben werden können, sind auf den Routern so Name und E-Mail-Adresse für Informationsseiten und Geokoordinaten, um zum Beispiel den Router auf einer Karte zu finden und Nachbarn oder Interessierten es einfacher zu machen, zu sehen, es gibt in der Straße schon 3 Freifunkrouter und wenn ich meinen noch dazu stelle, haben wir auch eine Brücke in die nächste Straße. Aber diese Daten sind freiwillig, es muss keiner Geokoordinaten angeben, dann ist es halt ein Router, der auf der Karte nicht sichtbar ist, aber trotzdem hilft, das Netz weiter zu verbreiten. Freifunk selbst ist nicht kommerziell. Es wird von jedem, der einen Router betreibt, getragen. Das können natürlich auch Betreiber von oder Inhaber von Unternehmen oder Cafés oder Ähnlichem sein, die einen Freifunkrouter aufstellen, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass es jemanden gibt, der das irgendwie von oben herab verkauft oder irgendwelche Lizenzen oder Rechte hat, das wollen wir definitiv nicht haben. Es gab auch jetzt in der Vergangenheit immer mal Ansätze, dass jemand angefangen hat, einen sogenannten Freifunkshop zu eröffnen, um dann mit diesem Namen quasi Geld zu verdienen und Router an den Mann zu bringen. Das gab auch in der gesamten Community dann große Wellen, weil ein Anbieter hatte angefangen, vorgeflashte Router mit Firmwares der einzelnen Communities zu verkaufen, ohne dass das mit den Communities überhaupt abgesprochen war. Und für die Communities hätte es im schlimmsten Fall bedeutet, dass dann auf einmal Leute kommen, die Probleme mit den Routern haben, aber keiner weiß, welche Firmware da installiert worden ist, wie die darauf gekommen ist und so weiter. Eine rechtliche Feinheit haben wir an der Stelle noch. Es gibt noch den Begriff der Gewerblichkeit. Kommerziell und gewerblich unterscheidet sich in dem Sinne, weil gewerblich laut Definition eine auf Dauer angelegte Tätigkeit ist. Und für uns hätte das im rechtlichen, in vielen rechtlichen Sachen eine Bedeutung. Wenn man nämlich als gewerblicher Anbieter auftritt, ist man von gewissen Dingen freigestellt, aber hat auch auf der anderen Seite wieder Pflichten in andere Richtungen, wie zum Beispiel eine Registrierung bei der Bundesnetzagentur oder die Erstellung eines sogenannten Sicherheitskonzeptes, was die Bundesnetzagentur für sogenannte Access Provider fordert. Unser Netz ist auch unzensiert. Innerhalb des Netzes haben wir uns auf das Pico Peering Agreement geeinigt. Dieses besagt im Grunde, dass der Datenverkehr zwischen den einzelnen Knoten 1:1 weitergereicht wird, dass keine Zensur stattfindet, dass keine Veränderung der Datenströme stattfindet. Das Einzige, wo sowas passieren könnte, wäre der Punkt, wo der Datenverkehr ins Internet geleitet wird, weil da hat derjenige, der das Internet bereitstellt, noch ein Wörtchen mitzureden und kann zum Beispiel sagen, ich gebe nur die Hälfte meiner Bandbreite frei oder er macht irgendwelche anderen Mechanismen, dass bestimmte Sachen eben dann nicht funktionieren können. Ist aber aus meiner Sicht eher unkritisch, weil Internet ein Dienst, im Moment zwar der oftmals einzige und wichtigste, aber eben ein Dienst im Internet ist, im Freifunknetz ist, der dort läuft und angeboten wird. Wir hatten es ja gerade mit dem Do-it-yourself-Provider. Da gibt's in der Freifunkgemeinschaft auch immer wieder Bestrebungen, sich in diese Richtung zu entwickeln. Wir wollen aber ausdrücklich kein ISP sein. Das steht zumindest auf vielen älteren Freifunkseiten. Gibt's immer einen Absatz, was sind wir nicht? Da steht dann als Antwort ISP darunter. Die Freifunk-Communities in den Städten und Gemeinden basieren einfach darauf, dass die Router im Besitz der Gemeinschaft sind. Das heißt, jeder einzelne Knotenbetreiber besitzt seinen Router selbst. Es gibt keine zentrale Entität, die jetzt irgendwie Knoten oder Router besitzt, sondern es formt sich halt aus den vielen individuellen Routern eine Gemeinschaft, die dann in dieser Stadt das Freifunknetz trägt und anbietet. Insgesamt ist Freifunk sehr dezentral und locker organisiert. Es gibt keine Bundesverbände oder Zentralräte oder europaweiten Geschichten, die von oben sozusagen zentrale Vorgaben erstellen oder sagen, ihr müsst jetzt Firmware sowieso einsetzen oder der Router von TP-Link ist jetzt das Gerät, auf das ihr alle updaten müsst. Im Gegenteil, es ist so, dass die Freifunk-Idee von unten her getragen wird.
die einzelnen Leute, Menschen, die mitmachen, organisieren sich eben lose und wie sie es in ihrer Stadt eben hinbekommen. Wir in Weimar haben zum Beispiel ein wöchentliches Treffen, schon seit vielen Jahren. Das hat sich auch sehr gut etabliert, dass da auch immer wieder auch neue Interessenten dazukommen und Fragen stellen oder neue Router mitbekommen oder man überhaupt über das Netz diskutiert. In anderen Städten ist das eben anders. Da gibt es eben monatliche Treffen. Das kann eben jeder machen, wie er will. Da gibt es keine zentralen Sachen. Es gibt ein paar zentrale Punkte, die sich nicht so ganz vermeiden lassen. Das ist zum Beispiel die Domain, die lässt sich freifunk.net, die lässt sich relativ schwer teilen, sodass da mehrere drauf zugreifen könnten. Aber das sind eben Sachen, um die wir dann schon Konstrukte herumgebaut haben oder jetzt auch darum bauen, um da eben Konflikten vorzubeugen und die Dezentralität trotzdem weiter aufrechtzuerhalten. Ja, was sind unsere Ziele, die wir mit einem Freifunknetz insgesamt verbinden? Der Anfang war tatsächlich, wir wollen die digitale Spaltung vermindern, weil die eben so relativ stark da war im Osten Deutschlands, wo die Städte mit Glasfasern durchzogen worden sind. Es gibt auch jetzt noch, vor allem in Thüringen, ziemlich abgelegene Dörfer, die immer noch keinen vernünftigen Internetzugang haben, wo es auch Initiativen gibt, dort sich das Internet aus Nachbarorten zu holen und Dörfer selbst werden mit Mesh-Netzwerken vernetzt, wo dann ganze Dorfgemeinschaften mitarbeiten und an jedem Haus klebt eben ein Router. Das funktioniert da sehr gut. Die digitale Spaltung durchzieht sich aber auch noch weiter. Wir haben in Weimar zum Beispiel immer relativ viele Touristen, die auch aus dem Ausland kommen und eben keinen Datentarif haben, sich aber trotzdem über das Goethehaus informieren wollen. Für die wäre es dann eben möglich, wenn ein Freifunkknoten in der Nähe ist, dass man sich eben einwählt. Idealerweise gibt es dann auch noch einen Dienst im Freifunknetz, der das lokal anbietet. Auf der anderen Seite würde man eben über das Internet sich informieren können. Wir nennen das auch das digitale Glas Wasser reichen, um mal so ein bisschen Marketing-Sprech hier reinzubringen. Und die digitale Spaltung, das geht im Moment auch viel weiter. Ein heiß diskutiertes Thema ist die Vernetzung von Flüchtlingsheimen, weil die Menschen kommen hierher aus Bürgerkriegsgebieten, haben eine Odyssee hinter sich und wollen sich trotzdem bei ihren Angehörigen melden, die immer noch in ihren Heimatländern leben oder ganz woanders auf der Welt. Da gibt es dann so Sachen, dass die sich für 40 Euro im Monat jeder Familienangehörige eine Prepaid-Datentarifkarte kaufen und ich glaube 200 Euro oder sowas hat jeder Asylbewerber in Deutschland Taschengeld im Monat und die geben halt schon mal ein Fünftel davon aus, um überhaupt sich mit der Welt verbinden zu können. Und da gibt es jetzt deutschlandweit ziemlich viele Initiativen, dass man die Flüchtlingsheime mit Freifunk versorgt und dort auch die Netze aufbaut. Ein weiteres Ziel ist einfach der Aufbau einer alternativen Kommunikationsinfrastruktur, um eben zum Beispiel Überwachung vorzubeugen. Man kann es im Grunde mit Freifunknetzen nicht verhindern, weil wir die Netze selbst nicht verschlüsseln. Aber man kann es zumindest erschweren, indem wir unsere Netze dezentral aufbauen und dadurch viele einzelne Punkte schaffen, wo man eben ansetzen könnte. Auf der anderen Seite wollen wir dann natürlich auch Wissen vermitteln und ein Punkt, den wir unseren Nutzern immer sagen, ist, nutzt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, dann seid ihr tatsächlich sicher, weil es nutzt euch nichts, wenn ihr im Freifunknetz zwar verschlüsselt seid, aber dann geht der Datenverkehr ins Internet und an der Stelle sitzt dann schon der Mann von der NSA und liest euren Traffic einfach mit. Was wir eben mit der Wissensvermittlung erreichen wollen, ist, dass die Menschen sich mit dem Aufbau von Netzwerken beschäftigen, dass sie wissen, wie diese Netze funktionieren, wie man das selbst konfigurieren kann. Und Freifunk ist da schön einfach aufgebaut. Man kann mit relativ günstiger Hardware, ein Freifunk-Router kostet um die 20 Euro, das Einsteigermodell, kann man schon anfangen und sich sein eigenes kleines Netzwerk aufbauen. Und was wir natürlich auch gern vermitteln wollen, ist, dass die Leute eigene Dienste anbieten und
zum Beispiel innerhalb der Freifunknetze Game-Server aufbauen oder man sich Dateien austauschen kann, je nachdem, worauf man gerade Lust hat. Das kann eben jeder selbst aufsetzen. Jeder könnte sich einen Raspberry Pi anschließen und dort einen Server laufen lassen. Genau. Was noch ein Nebeneffekt sein könnte, man lernt Hilfe zur Selbsthilfe. Ich hatte mal an einem Klinikum gearbeitet und dort hatten sich die Notfallärzte zusammengetan und überlegt, was passiert oder was könnten wir tun, wenn es mal irgendwie eine große Katastrophe irgendwo gibt im freien Feld. Und die hatten dann tatsächlich auch überlegt, ihre Rettungsfahrzeuge mit eine Art Freifunkrouter auszustatten, um eben so eine große Fläche auszuleuchten, und die Helfer konnten dann mit ihren Geräten hingehen, Verletzte registrieren oder irgendwelche Teile aufsammeln und das eben dann an die Rettungsleitstelle melden, sodass man viele Wege sich sparen konnte, aber trotzdem dann effizient arbeiten konnte. Genau, was sind unsere aktuellen Probleme? Wir haben in den letzten 2 bis 3 Jahren ein ziemlich starkes Wachstum erlebt, was die Anzahl an Freifunk-Communities angeht. Das ist einerseits sehr erfreulich, dass die Idee weiterverbreitet wird. Auf der anderen Seite hat es aber dazu geführt, dass die Vision, was ich jetzt gerade vorgestellt habe, stark verwässert worden ist und man immer mehr in Richtung Service Provider oder Hotspot Anbieter sich in einigen Communities entwickelt. Wir haben im Moment sehr viele VPN-Lösungen im Einsatz. Da ist unser Problem, dass wir die sogenannte Störerhaftung in Deutschland haben und die Leute nicht bereit sind, kann ich auch verstehen, ihren Internetzugang einfach so zur Verfügung zu stellen, wenn man ständig damit rechnen muss, eine Abmahnung zu kassieren und sich dann damit auseinanderzusetzen hat. Ein weiteres Problem sind die Zentralisierungsbestrebungen, die es in einigen Ansätzen im Moment gibt. Es gibt die Gluon-Firmware, wo man ein paar sehr zentrale Komponenten erstmal installieren muss, damit das Netz überhaupt funktioniert. Da gibt es dann sogenannte Gateway-Server, auf denen läuft DHCP und DNS. Und ohne diese beiden Komponenten ließe sich das Netz erstmal überhaupt nicht oder nur schlecht oder schwer nutzen. Was auch noch dazu kommt, ist, dass inzwischen viele Communities mit den lokalen Städten, mit den Städten und Tourismusverbänden zum Beispiel vor Ort kooperieren, was auch sehr schön ist, dass man da unterstützt wird und dass die Idee weiter verbreitet wird, aber man ist dann auch immer sehr nah an der Grenze zur Selbstausbeutung. Die Tourismusverbände sehen das ganze Freifunkprojekt ja tatsächlich eher unter dem Aspekt, wir wollen unseren Touristen kostenfreies WLAN anbieten mit Zugang zum Internet, aber die Idee, die dahinter steckt, hinter Freifunk, interessiert eigentlich die Tourismusverbände nicht so stark. Und auf der anderen Seite wird ihnen dann dieses kostenlose Netz auch noch von Freiwilligen installiert, die dafür auch kein Geld verlangen. Und für die Verbände ist es natürlich eine tolle Situation, sowas geschenkt zu bekommen. Auf der anderen Seite erwarten die dann auch von den Freifunk-Communities Support, wenn mal irgendwo ein Router ausfällt, dass innerhalb einer gewissen Zeit das Problem auch behoben wird. Und das lässt sich in so einem Projekt wie Freifunk relativ schwer abbilden. Auf der anderen Seite gibt es auch da was Erfreuliches zu berichten. In Thüringen ist Freifunk explizit im Koalitionsvertrag erwähnt und wir hatten auch schon das erste Treffen mit den Vertretern der Landesregierung, um über mögliche Hilfen und Unterstützungen zu sprechen. Wir haben dann auch zur Sprache gebracht, dass wir jetzt nicht unbedingt Massen an Geld benötigen, sondern dass es für uns eher hilfreich ist, wenn wir Unterstützung bekommen und wir sagen, ihr habt da ein landeseigenes Gebäude, wir würden dort gerne einen Router installieren und das dann für uns kein Problem darstellt, dort auch Zugang zu erhalten zu dem Gebäude. Ich habe hier www aufgeschrieben, das habe ich abgekürzt, das ist Wachstum, Wachstum, Wachstum. Es gibt einige Communities, die sich durch sehr starkes Wachstum einfach auszeichnen, wo aber tatsächlich nur wenige Leute im Hintergrund stehen und das Ganze eben nicht zu den Sozialstrukturen führt, die wir eigentlich fördern wollen, sondern tatsächlich nur zu
zu neuen Hotspots, die aufgebaut werden. Und ein weiteres Problem ist oftmals die Politik, namentlich unsere große Koalition, mit der wir gerade auf Bundesebene zu tun haben, die uns zum Beispiel durch die Neuregelung des Telemediengesetzes und durch Ideen in der digitalen Agenda da augenscheinlich erstmal Steine in den Weg legen wollen. Dazu später aber noch etwas mehr. Ja, um nochmal die Kurve zum Überwachungsstaat zu bekommen. Wir hatten als Freifunk ziemlich starken Zulauf, seitdem die Snowden-Enthüllungen ans Licht gekommen sind. Das hat auch tatsächlich dazu geführt, dass sich signifikant viele neue Communities gegründet oder auch wieder gegründet haben. Es war auch zum Beispiel in Weimar war das Freifunkprojekt schon zu guten Teilen eingeschlafen und hat sich jetzt dann damit auch wieder reanimiert. Ich weiß nicht, wie die Situation in Leipzig ist, aber ich glaube, da geht es auch wieder voran. Nachdem das Netz war halt in unseren Städten sehr stark gewachsen, es lief und da sind nach und nach die Leute weggezogen, die die Router betrieben haben und dann wurde das Netz erst löchriger und niemand hatte so richtig dann die Ambition, nachdem auch DSL-Anschlüsse verfügbar und günstig geworden sind, sich dann nochmal einen Freifunkrouter aufzustellen. Ja, was hilft gegen den Überwachungsstaat? Aus Freifunksicht können wir da gar nicht so viel tun, außer dass wir sagen, wir wollen die Netze wieder in unsere Hände legen. Wir wollen bestimmen, wo die Netze liegen, welche Dienste angeboten werden, ohne dass jetzt dass wir auch der Konsummentalität ein wenig entgegentreten und eben selbst unsere Dienste anbieten. Genauso sollten wir auch weiter darauf hinweisen, dass es um Datensparsamkeit und Datenschutz geht. Das heißt, wir selbst sammeln keine Daten. Wir sollten auch versuchen, wenn wir Dienste anbieten, so wenig Daten wie möglich zu sammeln. Manche Daten fallen halt einfach automatisch an, wenn man bestimmte Sachen nutzt. Aber zum Beispiel sowas wie Vorratsdatenspeicherung, wo Verkehrsdaten gesammelt werden, sollten wir definitiv nicht oder quasi gleich wegschmeißen, wenn sie anfallen, weil wir das Daten, die wir nicht haben, können auch später nicht von irgendeiner staatlichen Stelle ausgenutzt werden, um dann irgendeine Strafverfolgung zum Beispiel anzusetzen. Und was sehr wichtig ist, immer wieder auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hinweisen. Die Leute sollen HTTPS-Verbindungen benutzen, sie sollen ihre E-Mails verschlüsseln, auch Messenger benutzen, die eben verschlüsseln, dann sind wir zumindest für den Moment sicher. Wir wissen nicht, wie es später mal wird, wenn irgendwelche Verschlüsselungsalgorithmen geknackt werden oder was die NSA dann alles noch im Petto hat. Aber wir können zumindest erstmal oder sollten tun, was uns möglich ist. Ohne das hätten wir dann eh schon verloren. So, jetzt komme ich noch zu ein paar Folien zur Netzpolitik. Wir sehen hier unsere drei Minister, die digitale Agenda zu verantworten haben. Es geht bei der digitalen Agenda, die Große Koalition angeschoben hat, darum, dass Deutschland moderner wird, dass wir den Anschluss an die digitalisierte Welt wieder schaffen, weil selbst die Bundesregierung eingesehen hat, dass wir im Digitalen einfach ein Entwicklungsland sind. Es geht um den Breitbandausbau. Der soll vorangetrieben werden. Man hat irgendwie 50 Mbit bis 2018 für jeden versprochen. Download über Upload hat man sich nicht ausgelassen, was aber, wenn man eigene Dienste anbieten will, eigentlich unverzichtbar ist. Es geht der Regierung natürlich auch um das E-Government, dass man bestimmte Prozesse eben in das Netz verlagert oder auch digital erledigen kann. Und man möchte die Digitalwirtschaft stärken und fördern, dass eben Startups, wie sie im Silicon Valley sitzen, auch in Deutschland erfolgreich sein können. Und die Kehrseite der Medaille ist aber, dass man wieder sehr viel auf Sicherheit achtet. Man möchte die Urheber schützen, dass eben keine Verletzungen von Urheberrecht stattfinden kann, beziehungsweise dass man es verfolgen kann, wenn die Urheberrechte verletzt werden. Man nennt explizit wieder Terror und Kinderpornografie in irgendwelchen Anmerkungen und möchte am liebsten, dass man nur noch mit Nummernschild im Internet unterwegs ist und jeder Nutzer zu jeder Zeit identifizierbar ist. Das sind Sachen, die uns insgesamt, glaube ich, alle hier stören, wo wir auch aktiv dagegen arbeiten müssen und auch immer wieder Stellungnahmen dazu abgeben sollten.
Ein weiteres Thema ist die Netzneutralität. Wir leben die in unseren Freifunknetzen ja schon im Kleinen, indem wir uns auf das Pico-Peering Agreement geeinigt haben, was eben, hatte ich vorhin schon erwähnt, besagt, dass der Traffic 1:1 weitergeleitet wird, dass wir den Traffic nicht anschauen, nicht verändern und auch nicht ausbremsen oder priorisieren. Es gibt ja noch das andere Beispiel Internet.org, was zurzeit in Indien für sehr viel Furore sorgt und dort auch schon für Gegenwehr sorgt, wo Facebook ist, glaube ich, der Initiator, kostenlosen Zugang zum Netz anbietet. Und neben Facebook darf man, glaube ich, noch zu Wikipedia, aber wenn man andere Webseiten anschauen will, muss man erstmal etwas bezahlen. Und das haben inzwischen die Leute in Indien auch schon mitbekommen und da habe ich zumindest schon mal von einigen Protesten gehört, dass die Menschen eben fordern, das sollte halt entweder nicht Internet heißen oder eben der Zugang zu allen Webseiten gleichberechtigt möglich sein. Ein Gespenst, was auch immer wieder rumgeht und zurzeit wieder sehr aktuell ist, ist die Vorratsdatenspeicherung. Die wurde ja schon mal eingeführt, dann wieder abgeschafft und vom Bundesverfassungsgericht bemängelt und selbst die Europäische Kommission hat inzwischen eingesehen, dass es irgendwie ein bisschen blöd ist mit der Vorratsdatenspeicherung, dass wir sie in der Form wahrscheinlich gar nicht brauchen und die Ermittlungsergebnisse auch überhaupt keinen Erfolg versprechen. Man sieht es auch an den letzten Vorfällen. Der Anschlag in Paris wurde trotz Vorratsdatenspeicherung in Frankreich nicht verhindert und die Menschen waren sogar den Geheimdiensten bekannt. Und diese Gruppe in Hessen, die jetzt eine Rohrbombe irgendwie im Keller liegen hatte, wurde ja offensichtlich auch ohne Vorratsdatenspeicherung gefunden. Also so richtig erklärt kann uns keiner den Sinn und Zweck dieser Vorratsdatenspeicherung erklären, die jetzt im Übrigen Höchstspeicherfrist heißt oder genannt wird. Nachdem Heiko Maas umgekippt ist und im Dezember hat er noch getwittert, mit ihm wird es keine Neuauflage der Vorratsdatenspeicherung geben, haben wir jetzt vor 3 Wochen das Gegenteil erfahren. Die Störerhaftung ist das, was uns als Freifunker im Moment am meisten auch mit beschäftigt, weil es für uns in den letzten Jahren die meisten Ressourcen gebunden hat, eben diese Störerhaftung zu umgehen oder Workarounds zu basteln. Dass wir eben diejenigen, die ihr Internet freiwillig bereitstellen, da ein bisschen schützen können. Wir haben viele VPN-Server angemietet. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich jede Community hat da mindestens einen. Der Freifunk Rheinland e.V., die bezahlen jedes Jahr eine 4-stellige Summe Geld, um ihre VPN-Infrastruktur am Laufen zu halten. Das sind aber alles Kosten, die wir... Also das sind zum einen die Kosten und zum anderen ist es die Zeit, die dafür aufgeht, diese Ressourcen zu pflegen und zu unterhalten, die man eigentlich in viel wichtigere Projekte stecken sollte. Deswegen gehen wir gegen die Störerhaftung auf 2 Ebenen vor. Das ist zum einen die rechtliche Ebene. Wir haben festgestellt, dass Freifunker, die eine Abmahnung erhalten und dann darauf warten, verklagt zu werden, über diese Abmahnung einfach nicht verklagt werden. Der Freifunk Rheinland hatte vor 3 Jahren oder 4 Jahren mal 15.000 Euro Spenden gesammelt im Rahmen der Aktion, der Operation Störerhaftung, um eben auf eine Anklage durch so eine Abmahnkanzlei reagieren zu können. Da ist nie etwas passiert, also haben wir letztes Jahr zum Wireless Community Weekend uns überlegt, wir beschreiten den anderen Weg, wir gehen aktiv dagegen vor und stellen negative Feststellungsklagen. Das heißt, wir lassen vor Gericht feststellen, dass diese Abmahnungen rechtswidrig sind und eigentlich hätten nicht abgemahnt werden dürfen. Es hätte dann sogar noch diesen, wenn da ein Gerichtsurteil käme, den Vorteil oder den Effekt, wir könnten die Abmahner abmahnen und dafür Geld kassieren. Da sind im Moment, also wir hatten 2 negative Feststellungsklagen eingereicht. Die eine Abmahnung wurde dann sofort zurückgezogen. Allerdings hat es die Anwaltskanzlei irgendwie verpasst, die Frist einzuhalten. Also wurde das doch noch vor Gericht sozusagen, ich bin jetzt kein Rechtsexperte, sozusagen verhandelt, aber die Klage sofort abgewiesen. Und es ging von der Richterin erging so eine Weisung, dass eben die Anwaltskanzlei die Kosten zu tragen hat, weil eben die Abmahnung offensichtlich ja
keine rechtliche Grundlage hatte. Zu der anderen Abmahnung, das ist von einer anderen Kanzlei, da wurde das am Amtsgericht zunächst erstmal abgewiesen, die Klage, weil die Richterin meinte, das ist ja ein Streitwert von über 5.000 Euro, was aber laut den aktuellen Gesetzen für Abmahnungen gar nicht gilt. Wurde trotzdem abgewiesen, die Klage, und wird jetzt demnächst an einem Landgericht in Berlin verhandelt. Da steht aber noch kein Termin fest. Das wird dann die nächste Zeit zeigen, was da passieren wird. Also das ist ein schwerer Weg. Wir machen kleine Fortschritte. Es gibt viele Gerichte, die jetzt schon sagen, es ist einfach lebensfremd, davon auszugehen, dass ein Internetanschluss nur und ausschließlich von demjenigen, der im Vertrag mit seinem Telekommunikationsanbieter steht, genutzt wird. Es steht auch jedem frei, ein offenes WLAN zu betreiben. Es ist in Deutschland nicht verboten und viele Gerichte weisen solche Abmahnungen inzwischen zurück. Also es gab in der Vergangenheit ein paar Urteile dazu. Und da haben jetzt natürlich auch die Abmahnkanzleien irgendwie Angst, dass sie da unter die Räder geraten. Ein anderer Punkt ist, wir können gegen die Störerhaftung auch auf gesetzgeberischer Ebene vorgehen. Es gibt das sogenannte Telemediengesetz, und in diesem gibt es einen Paragraphen, der besagt, jeder, der ein Internet-Service-Provider ist, ist von dieser Störerhaftung ausgeschlossen. Also er ist privilegiert im Sinne des Telemediengesetzes. Im Moment wird es für gewerbliche Anbieter quasi schon so gehandhabt, also Telekom, Vodafone, alle großen Provider profitieren von diesem Privileg. Und die Digitale Gesellschaft hatte vor einigen Jahren schon mal einen Gesetzentwurf vorgelegt, den dann, glaube ich, die Grünen und die Linkspartei eingebracht haben, weswegen es keine Aussicht auf Erfolg hatte, wo einfach dieser Zusatz gewerblich gestrichen wurde und das Provider-Privileg für alle, die den Internetzugang der Öffentlichkeit bereitstellen, gelten sollte. Die Große Koalition hat sich das auch in diesem Jahr in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass das Telemediengesetz angepasst wird, dass Rechtssicherheit für die Anbieter von WLAN geschaffen, von offenen WLANs geschaffen wird. Und diese Rechtssicherheit haben sie in dem Referentenentwurf in dem Sinne auch geschaffen, indem sie gesagt haben, wer das als Privater macht und das jedem anbietet, der muss halt damit rechnen, oder dann ist es rechtens, dafür abgemahnt zu werden als Störer. Weil der Referentenentwurf unterscheidet jetzt ganz klar zwischen privaten und kommerziellen Anbietern. Für kommerzielle Anbieter und für private Anbieter sieht er vor, dass die Netzwerke nach dem aktuellen Stand der Technik verschlüsselt sein sollen. Und was an dieser Stelle schon irgendwie als nicht handhabbar erscheint. Und für die privaten Anbieter soll es eben noch dazu kommen, dass man die Namen der Nutzer, die das offene WLAN nutzen, bekannt sein müssen. Wie das ablaufen soll, ist alles nicht klar. Ich glaube, das wissen auch die Schreiber nicht so richtig, weil so ein bisschen die technische Expertise, die vermisse ich an dieser Stelle. Und wir haben als Förderverein Freie Netzwerke dem Bundesministerium für Wirtschaft und ich weiß jetzt nicht, was... Also dem Wirtschaftsministerium unsere Stellungnahme geschickt, haben diesen Referentenentwurf ausgewertet und im Groben kamen dort 6 Punkte heraus, die wir entgegnet haben, die wir kritisiert haben. Und das Schöne ist, bei dieser Geschichte zur Neuregelung der Störerhaftung oder des Telemediengesetzes kann jeder mithelfen. Ihr könnt die Stellungnahme euch nehmen, ihr sollt sie an euren Abgeordneten schicken. Vereinbart mit euren Abgeordneten der Bürgersprechstunde einen Termin, geht hin, erklärt ihnen die Situation, wie Freifunk funktioniert, dass es keineswegs darum geht, irgendwie da Rechtsverletzungen Vorschub zu leisten. Wir haben auch viele Freifunk-Provider in dem Sinne, die bisher in den letzten Jahren auch selten Probleme hatten, überhaupt, dass überhaupt die Polizei oder irgendwer auf sie zukam. Das Schöne ist auch, es wird immer, die Störerhaftung ist ein zivilrechtliches Konstrukt und das wird immer auch von den Gesetzgebern durcheinander geworfen mit strafrechtlichen Konstrukten, weil sobald es um irgendwie strafrechtlich relevante Sachen geht, muss man es eh demjenigen nachweisen, den man beschuldigt, dass er das gewesen ist, und kann das nicht einfach jemandem eine Abmahnung schicken und sagen, du bist jetzt im Gefängnis. Und
Die Störerhaftung ist einfach nur für zivilrechtliche Sachen relevant und das wird halt gerne immer durcheinander geworfen und da müssen wir einfach noch Aufklärung leisten. Und zum Beispiel für strafrechtlich relevante Sachen kann ich für uns aus Weimar sagen, wir haben einen eigenen Server, wo wir den ganzen Verkehr durchleiten. Wir hatten noch keinen Kontakt mit der Polizei. Von den Berlinern weiß ich, dass es, glaube ich, ein oder zweimal in 10 Jahren passiert ist. Und es kam jetzt nochmal aus Bayern eine Meldung, wo das auch einmal passiert ist. Also das kann man bisher an einer Hand abzählen, was passiert ist. Und ich verstehe eben die Panikmache nicht, die da betrieben wird. Na. So, ich würde die Folie dann einfach als PDF nochmal bereitstellen. Ich habe hier einfach noch ein paar Links reingeschrieben zu unserer Vision. Wir haben die Seite Freifunk statt Angst. Das ist quasi die Kampagnenseite, die sich für diese ganzen Sachen wie digitale Agenda und auch die Kampagne gegen die oder für die Abschaffung der Störerhaftung einsetzt. Die digitale Agenda selbst ist die offizielle Seite der Bundesregierung. Wo sie einfach die einzelnen Punkte darstellen und auswerten. Dann hat die digitale Gesellschaft, bringt sich aktiv ein, die Störerhaftung zu beseitigen. Also neben den jetzt genannten Sachen gibt es dort, glaube ich, noch einige andere Punkte, wie ihr euch aktiv beteiligen könnt, um eben die Störerhaftung loszuwerden. Und der AK-Vorrat ist, denke ich, jetzt auch wieder erwacht und hat wieder was zu kämpfen und wird da in nächster Zeit einige Aktionen starten. Dann habe ich noch 2 Veranstaltungshinweise. Am kommenden Donnerstag findet in Berlin der Open Tech Summit statt. Da treffen sich viele Leute aus Bereichen, die irgendwas mit Open im Namen haben. Open Source, Open Hardware, Open Design, Open Knowledge, Open Data. Es ist ein großes Community-Treffen. Wer sich dafür interessiert, ist gerne eingeladen, dorthin zu kommen. Es gibt den Gutscheincode Happy Hacking für Hackerspace-Mitglieder, um sich ein ermäßigtes Ticket, ich glaube, es ist eine 100% Ermäßigung, zu erwerben. ich werde auch vor Ort sein. Ich mache dann mein anderes Mesh-Netzwerk-Hobby. Ich hacke eine Strickmaschine. Und direkt im Anschluss an den Open Tech Summit findet das Wireless Community Weekend statt. Wo sich Communities aus ganz oder Mitglieder von Communities aus ganz Deutschland treffen. Wir erwarten auch ein paar Gäste aus Italien und Spanien. Und das ist einfach auch ein großes Familientreffen, wo es um Grillen und Chillen und Basteln und Vorträge geht. Also es ist ein buntes Programm und lohnt sich auf jeden Fall, dort mal vorbeizukommen. Genau, Kontaktdaten und ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dann Applaus und dann Fragen. Ja, wir haben jetzt tatsächlich ausgiebig Zeit für Fragen. Gibt es denn konkrete Fragen zu den rechtlichen Konstrukten oder der Positionierung oder den Möglichkeiten von Freifunk, wie wir sie gerade von Andi gehört haben? Nicht so viele? Wir hatten überlegt, ob wir eventuell gleich noch in so eine Podiumsdiskussion einsteigen, so ein paar Freifunker, die tatsächlich mit Andi und im Sublab und in Leipzig aktiv sind. Das haben wir jetzt zeitlich nicht geschafft, aber vielleicht, Daniel, hast du ja Bock, wollen wir vielleicht einfach so ein bisschen reden, was die Freifunk Kritikpunkte zurzeit vielleicht auch sind oder was die anderen generellen Anmerkungen zum State of the Art von Freifunk sind? Ja, also wo fange ich da jetzt am besten an? ist schon erwähnt worden, dass halt im Rahmen der jüngeren Freifunk-Communities einen Aufwind an Firmware-Initiative gab, die heißt Gluon, wo Netze gebaut werden, die tatsächlich nicht nur sehr zentral sind, sondern wo auch an sehr zentraler Stelle relativ viele Daten für den Betrieb dieses zentralen Dienstes notwendig sind. Konkret geht es darum, dass auf den VPN-Servern, die für so ein Gluon-Netzwerk dann den Übergang zum öffentlichen Internet bereitstellen, die Adressierung und die Namensauflösung
für alle Teilnehmer dieser Netzwolke dann unternommen wird. Was bedeutet das, um diesen Dienst eben betreiben zu können, muss im Zuge der Adressierung die MAC-Adresse, die bei den meisten Leuten eine direkte Korrelation zur Seriennummer des Geräts hat, an diesen Server übertragen wird. Und zudem alle Namensauflösungsanfragen auch durch einen zentralen Punkt laufen, was hinterher quasi ein genaues Profil rekonstruierbar macht, welche Seriennummer welches Android-Geräts oder welches Laptops hat jetzt welche Dienste aufgerufen. Das ist ein Zustand, der so noch nicht mal bei kommerziellen ISPs in der Größenordnung vorliegt. Das heißt, selbst in den Netzen von Telekom und Kabel Deutschland wird an keiner zentralen Stelle werden die Daten aller in das Netz eingebuchten, also die Seriennummern ja tatsächlich aller in das Netz eingebuchten Geräte insgesamt erfasst. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei aktuellen Hotspot-Anbietern ist, da mag das durchaus so sein, da die ein sehr ähnliches technisches Konzept fahren. Grundsätzlich sehe ich da ein Spannungsfeld zwischen Datensparsamkeit und Datenschutz der Nutzer und einer möglichst einfachen Umsetzung und auch möglichst einfachen technischen Rechtssicherheit für die, die da ihre Anschlüsse letztendlich bereitstellen, da eben dann alles auch über diese Geräte umgeleitet wird. Nochmal für mich zum Rekapitulieren, was das bedeutet, dass im aktuell, also bei Freifunk basiert ja darauf, dass Firmwares, also hauptsächlich Embedded Linux-Systeme ja, auf einen normalen handelsüblichen WLAN-Router geworfen werden. Und da gab es ja, ich glaube 2004 ging das los, die erste Freifunk-Firmware aus Berlin. Das war ein ganz großer Wurf, dass man eben auch wirklich auf die Consumer-Endgeräte tatsächlich mit recht einfachem Aufwand, ohne selber absoluter Oberhacker im Bereich Embedded-Systeme zu sein, Netze betreiben konnte oder an Netzen partizipieren konnte. Und über die Jahre gab es ganz viele Iterationen und Neuentwürfe dieser Firmwares und die sind lokal auch unterschiedlich angepasst. Und es gibt seit wann jetzt ein Firmware-Konzept und was macht das so anders als die anderen vorher? Also es gab, lange Zeit hat man halt versucht, das beste Routing-Protokoll zu finden. Und dabei haben sich verschiedene Ansätze aufgetan, die unterscheiden sich technisch zwischen reaktiven und proaktiven Ansätzen. Das kann ja jeder, der sich dafür interessiert, mal nachgucken. Und man ist eben immer drauf gekommen, dass diese reaktiven Ansätze am besten funktionieren, wenn man die bereits nicht auf Routing, also auf IP-Ebene benutzt, sondern eine Ebene drunter und quasi sowas versucht wie einen großen verteilten Ethernet-Switch. Das bedeutet quasi mit dem Routing-Protokoll, das du gerade beschreibst, hat man dann das, was dann dieses Mesh-Netz ist quasi nichts anderes als wie ein Switch, wo man einfach am Ende ganz viele Ports hat und seine Kabelchen reinstecken kann. Die sind alle miteinander verbunden über dieses Gerät. Und dieses, mehr oder weniger, dieses ja. Gerät ist quasi ein virtuelles Gerät auf den Dächern und durch Funk verbunden. Das heißt, man hat also das beschreibst du gerade als genau, Prinzip. Genau, richtig. Dieser Ansatz ist technisch total spannend und bietet total viele Vorteile, hat aber leider den Nachteil, dass auf den jeweiligen Geräten nicht mehr die für den Internetzugang letztendlich oder für den Gateway-Betrieb letztendlich essentiellen Dienste betrieben werden, sondern dass die wie an einem Ethernet-Switch ist dann eben ein Gerät, der Router, der dann den Übergang zu anderen Netzen oder Ethernet-Segmenten regelt. Und nicht mehr jeder einzelne Router ist jetzt für sich quasi eine Art autonomes System, sondern nur die in der Gemeinschaft aller dieser als Ethernet-Switch untereinander verbundenen Routern kann es dann ein oder jetzt inzwischen auch wieder mehrere Gateway-Anbieter geben. Auch da sehe ich noch keine technische Schwierigkeit. Ich habe das seit Jahren benutzt und es macht auf gerade bei dichteren lokalen Agglomerationen macht das wahnsinnig viel Sinn, so einen verteilten Ethernet-Switch einzusetzen an der Bodennähe, weil dann nämlich auch das Roaming mit den mobilen Geräten funktioniert. Das hat sehr viele Vorteile. Nun gab es in den letzten Jahren, ich weiß nicht genau seit wann, eine Initiative, die eine Router-Firmware ähnlich wie diese Berliner Firmware aufgebaut hat, die eben nur noch darauf basiert. Und um jetzt nicht auf den einzelnen Geräten eben diese für den Zugang, Netzübergang zu anderen öffentlichen Netzen essentiellen Dienste betreiben zu müssen, hat man gesagt, naja, man schiebt die halt in die Cloud. Das heißt, so eine Community würde sich dann einen Server anmieten in einem Rechenzentrum, ähnlich wie für den Betrieb von einer Webseite oder sowas, und dort eben dann auch einen weiteren Anschluss an diesem verteilten Ethernet-Switch betreiben und eben Gateway-Dienste anbieten.
üblicherweise dann für bis zu ein paar hundert damit verbundenen Routern, was schlicht dazu führt, dass das Ethernet-Segment, was bisher meiner Meinung nach aus gutem Grund meist innerhalb administrativer Zuständigkeitsbereiche, also sprich einer Organisation oder einem Privathaushalt betrieben wurde, plötzlich über ganz, ganz viele administrative Zuständigkeiten und auch Zugriffsmöglichkeiten hinausgeht und geteilt wird, was allerlei Probleme mit sich bringt, die in der ursprünglichen Konzeption von so einem Ethernet nicht vorgesehen waren. Deswegen hat man ja Routing geschaffen. Das hatte ja durchaus einen Grund, dass wir da mehr als die untersten beiden Ebenen haben. Also sehen wir da an der Stelle quasi eine Anti, also durch Technologie und Pragmatismus begründete Rückschritt von einer Dezentralisierung und man hat quasi eine große Administrationsdomäne, in der so viele Daten anfallen, dass man das im freiheitlichen Prinzip Freifunk gar nicht unbedingt haben möchte. Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Es kommt natürlich immer darauf an, wie groß sind jetzt diese Netzgemeinschaften. Also diese Gluon-Firmware mag ja durchaus Sinn machen, wenn das jetzt innerhalb eines bestehenden Vertrauensverhältnisses zwischen beispielsweise 5 befreundeten WGs, die geografisch nah aneinander sind, die vernetzen sich irgendwie und haben irgendwo einen Gateway-Server im Internet, dann halte ich das für nicht so problematisch, weil da vielleicht sowieso bestehende Vertrauensverhältnisse da sind und die eben gemeinsam diesen Betrieb dann bewältigen können. Wenn das Ganze dann stadtweit oder auch eben über Vertrauensverhältnisse hinaus betrieben wird und vor allem die Benutzer das auch nicht wissen, also wie diese Architektur jetzt aussieht, wie sie sich dann eventuell durch Verschleierung ihrer MAC-Adresse vor einer vollständigen Überwachbarkeit wieder schützen können, was man den Leuten ja einfach nur erzählen muss, dann können die das ja auch machen. Aber in der Praxis ist das gar nicht so leicht. Also auch wenn ich meine MAC-Adresse für die technisch Versierteren jetzt irgendwie durchwürfeln kann, habe ich immer noch das Problem, dass ganz viele der DHCP-Clients, die in großen Betriebssystemen eingebaut sind, einmal beim ersten Start eine möglichst eindeutige Identifikationszahl erzeugen und die dann in Zukunft bei jeder Anfrage diese DUID wieder mitschicken, was sie dann auch bei einer jedes Mal veränderten MAC-Adresse wieder identifizierbar macht. Dazu kommt, dass man in vielen kommerziellen Betriebssystemen die Hardware-MAC-Adressen gar nicht unbedingt ändern kann. Also bei Android zum Beispiel ist es nicht so wahnsinnig leicht, wenn das Gerät nicht geroutet ist. Also man ist ja für die Gluon-Firmware auch mit einem hehren Ziel gestartet, einfach zu sagen, wir wollen die Installation oder die Verfügung zur Verfügungstellung von Routern extrem vereinfachen. Das ist an der Stelle auch gelungen. Man hat ja auch mit wenigen Routern angefangen. Ich denke, man war sich der Probleme damals auch gar nicht so bewusst, man hat ja nicht damit gerechnet, dass es gleich auf einmal 700, 800 Router in einem Segment werden, sondern hat auch in kleinen angefangen und man muss jetzt halt sehen, dass man das Ganze auch wieder weiterentwickelt, sich an der Stelle eben auch hinterfragt und eben Konzepte bereitstellt, um eben solche Konstrukte wieder aufzulösen und das Ganze auch wieder einer dezentraleren Struktur zuzuführen. Es war halt zu der Zeit, es gab nichts Einfacheres, auch die Berliner Firmware war zu diesem Zeitpunkt ziemlich outdated gewesen. Und dann müssen wir jetzt, aber das ist auch das Schöne an der Freifunk-Community, dass halt jeder in seiner Ecke irgendwie basteln kann, dass er irgendwelche Sachen voranbringen kann und am Ende unterhält man sich eben und kann die Konzepte auch wieder merchen oder gemeinsam neue Sachen sich überlegen und eben dadurch auch wieder bessere Ziele erreichen oder das Bessere von beiden Konzepten vielleicht auch zu erreichen. Genau, also ich sehe das auch eher, wir haben da so eine Funktion wie so Gärtner und das kann total gut sein, wenn unter dem Baum dann mal anfängt, so ein bisschen Bärlauch zu wachsen und der größere Flächen dann plötzlich einnimmt, wo vorher vielleicht gar nichts gewachsen ist. Aber wenn es dann Überhand nimmt und es dann anfängt, nur noch daraus zu bestehen, dann kann das natürlich auch wieder problematisch sein und dann müssen wir einfach als Gärtner dann entsprechend uns überlegen, wie wollen wir unseren Garten gestalten. Ja, das führt ja auf der einen Seite auch wieder zu Problemen, dass eben durch diese riesengroßen Communities haben zum Beispiel Leute mit Internetanschluss schon mal ein Grundrauschen von 2 Mbit dauerhaft, weil eben so viele Metadaten übertragen werden, die zwischen den einzelnen Routern ausgetauscht werden. Und da muss man sich eben auch was überlegen, dass das wieder dass man das eben besser lösen kann. Denke ich auch. Was anderes, was eben auch noch passiert ist, ist, dass dadurch, dass Freifunk als Konzept direkt mit dem Betrieb von einem Internet-Hotspot verbunden wird,
wird halt ein weiteres Mal auch im sprachlichen Sinne der Unterschied zwischen einem Infrastrukturbetrieb und einem Internet-Service-Dienstangebot zusammen in einen Topf geworfen. Und das ist was in der kommerziellen Welt, ich würde mal sagen, seit mehr als 10 Jahren im deutschsprachigen Raum leider Standard geworden ist, dass der normale Mensch gar nicht mehr weiß oder ein Bewusstsein darüber hat, dass die rechtliche Entität, die jetzt zum Beispiel so ein DSL-Anschluss oder auch andere Formen der letzten Meile betreiben, nicht zwangsläufig deckungsgleich sind mit denen, die dann innerhalb dieser Zugangsinfrastruktur irgendwelche Dienste, wie zum Beispiel einen Zugang zum APA-Internet anbieten. Diese Differenzierung aufrechtzuerhalten macht durchaus Sinn, weil dann könnte sich das auch entwickeln, so wie das in anderen Ländern ist. Es gibt ja nicht nur Freifunk, es gibt weltweit ganz viele verschiedene Mesh-Netzwerk-Initiativen, die auch sehr unterschiedlich strukturiert sind, ganz unterschiedliche Entstehungsgeschichten hinter sich haben. Ich weiß zum Beispiel, dass es in Tschechien und in der Slowakei einige Netze gibt, die sich als reine Infrastruktur Netze verstehen, und innerhalb dieser Infrastrukturnetze gibt es dann sogar kommerzielle Anbieter, die dort dann einen Internetzugang oder sowas wie einen verteilten Hotspot-Dienst anbieten. Dort gibt es eine längere Tradition, dass das eben ganz normal die Radio-Fernseh-Installateure auf den Dörfern machen. Wenn man da mal durch die Vororte fährt, sieht man auch, dass ganz viele Leute auf den Dächern ihre Satellitenantennen so gen Horizont geneigt haben, dann sind das vermutlich keine Satellitenantennen, sondern eben da sind dann irgendwelche Router damit in der Mitte drin, und damit wird halt Richtfunk betrieben. Da ist es weniger eine Graswurzel- oder Aktivistenbewegung als mehr einfach eine technische Selbsthilfe, die durch die lokalen Gewerbetreibenden dann ganz oft in Angriff genommen wird. Hinzuweisen sei auch, dass es zum Beispiel in Katalonien eine sehr interessante Netzinitiative gibt, die eine sehr interessante Firmware auch gebaut haben, die die großen Features, die von der Gluon-Firmware jetzt gefeiert werden, dass diese Roaming-Fähigkeit eben vorhanden ist, auch auf eine delegative, dezentrale Art lösen kann. Diese Firmware heißt QMP, die Webseite heißt qmp.cat. Die kann sich jeder mal angucken. Da ist das eben auf eine Art gelöst, die es gar nicht nötig macht, jetzt so einen zentralen Dienst zu betreiben, um diese Möglichkeit des Roamings zwischen verschiedenen Access Points zu ermöglichen. Genau, dafür gibt es ja auch immer die Austauschtreffen zwischen den einzelnen Routing-Protokollen, zum Beispiel, Ufo, das weißt du besser, das Battlemesh ist in diesem Jahr. Genau, es gibt mehrere Möglichkeiten für Freifunker, sich zu informieren. Es gibt das Wireless Community Weekend in Berlin, was auch für Einsteiger interessant ist und auch für Freifunk-Administratoren empfohlen wird, um halt solche Sachen wirklich persönlich mal zu klären, wie geht's voran. Und international das Wireless Battle of the Mesh in Slowenien dieses Jahr. Die Leipziger kennen das, war letztes Jahr hier in Leipzig im Sublab. Ja. Genau, und da treten eben die verschiedenen Routing-Protokolle und Firmwares auch gegeneinander an. Es gibt Messungen. Im letzten Jahr gab es das erste Mal sogar die Ergebnisse schon auf der Veranstaltung präsentiert, wo man eben verschiedene Szenarien erarbeitet hat, mit denen man die Performance der einzelnen Protokolle auch misst. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir mit auch als Freifunk-Communities in Deutschland mit unseren Communities da weiter in Kontakt stehen, dass wir die Probleme, die jede Firmware für sich auch hat, möglichst so gewinnbringend lösen, dass alle was davon haben und dass wir vor allem so zentrale Komponenten aus unseren Firmwares wieder rausbekommen. Spätestens dann, auch wenn die Störerhaftung weg ist, wollen wir auch eigentlich keine VPN-Server mehr bezahlen müssen. Ja, es geht ja nicht nur ums Bezahlen, sondern durchaus auch, dass quasi, ja. Wenn wir als Freifunk einen freien Internetzugang bereitstellen, also ob das jetzt der Zweck von Freifunk ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber da das passiert, ist einfach die Frage, ob wir dort den Erwartungen hinsichtlich dessen, wie die eigene Privatsphäre dort geschützt wird, insoweit gerecht werden, dass das zumindest nicht schlechter ist als das, was es kommerziell gibt, wo ja quasi Speicherungspflichten teilweise auch vorhanden sind. Wenn wir diese Speicherungspflichten schon nicht haben, dann könnte man auch versuchen, das zumindest ein bisschen besser zu machen. Und deswegen fände ich es durchaus interessant, da könnte man mal eine schöne Tabelle dazu malen, irgendwie, die eben nicht nur die Performance
in bestimmten Szenarien von so Routing-Protokollen oder auch ganzen Firmware-Lösungen und den daraus entstehenden Netzen misst, sondern das eben auch unter Datenschutz und Anonymisierungsaspekten betrachtet wird. So. Also wenn wir VPN-Server betreiben, heißt das einfach mal, dass die prozentual gesehen verschwindend wenigen Freifunknutzer unter den restlichen Internetnutzern, die halt eben beim kommerziellen ISP sind, schon mal wesentlich hervorstechen und eindeutiger identifizierbar sind, dann im Zusammenhang mit den Daten, die dann so ein Webbrowser noch hinterlässt, ist es sicherlich möglich, eigentlich jeden Webbrowser-Nutzer innerhalb der Freifunknetze relativ zweifelsfrei aus dem Internet aus, also als Webseitenbetreiber, wie zum Beispiel Facebook, zu identifizieren. Wenn der Freifunk-Traffic in das Internet jetzt ganz normal an dem Punkt, wo ein Internetzugang schon bei einem kommerziellen ISP besteht, einfach genauso dem kommerziellen ISP übergeben würde, als wäre das ein Heimnetzwerk, dann würde dieser ganze Netzverkehr ja auch unter dem restlichen Netzverkehr des kommerziellen ISPs nicht mehr so sehr auffallen. Während wenn das jetzt irgendwie 5 bundesweite VPN-Server oder lass es 15 sein, sind sie dann, ist diese Benutzergruppe quasi schon mal, wir stigmatisieren uns freiwillig, sag ich. Und darauf sollten wir besser verzichten. Ja. Das heißt konkret ein Aufruf an alle Administratoren, die freie Kapazitäten auf ihren virtualisierten Root-Servern haben. Lass da Freifunk drauf laufen. Und dann alle, die nicht von der Störerhaftung betroffen sind oder genug Zivilcourage haben, schaltet eure Freifunknetze so, dass sie direkt ins Internet rausgehen, ohne VPN-Server zu verwenden. Wir haben in Leipzig mehrere sehr schnelle Internetanschlüsse, wo wir das machen. Und die Freifunknetze sind wirklich sehr schnell. Ja, es bietet sicherlich auch viele technische Vorteile, wobei es eben grundsätzlich schon problematisch ist, so einer letztendlich juristischen Problematik auf einer technischen Ebene zu begegnen. Also wir dürfen nicht vergessen, dass es letztendlich da nur um Papier im Briefkasten geht. Das ist an sich nicht so gefährlich. Also da ist das Verletzungsrisiko für mein Leib und Leben schon eher gering. Vor allem, wenn wir uns ein bisschen mehr auf einer juristischen Ebene organisieren, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da in Zukunft vielleicht auch Rechtshilfevereine geben könnte irgendwie. Das ist natürlich schon immer problematisch, weil Rechtshilfevereine wie die Rote Hilfe kann es ja zum Beispiel geben, während Rechtshilfevereine ähnlich dem ehemaligen Schwarzfahrerverein in Hamburg, das ist dann schnell an der Grenze zur kriminellen Vereinigung. Da muss man aufpassen, wie man das formuliert. Aber an sich, denke ich, ist das durchaus eine Möglichkeit, einfach auch den Betreibern von Freifunkknoten und Internetzugangsteilern nicht nur eine rechtliche Sicherheit zuzusagen im Sinne von, wir leiten allen Verkehr um, du wirst nie Post bekommen, sondern vielleicht auch zu sagen, ja, wir wollen den Verkehr eigentlich nicht umleiten, weil das bringt auch einige Nachteile und vor allem auch Kosten mit sich. Aber falls du mal Post bekommst, dann können wir uns zusammensetzen und wir wissen, wie man das bestmöglich abwehrt und dafür sorgen, dass die Einzelnen dann da schadensfrei raus hervorgehen. Also heißt das grundsätzlich, Freifunker aller Netze vereinigt euch? Ja, aber vielleicht eben nicht so zentral. Genau, vereinigt euch dezentral, das ist ein ziemlich gutes Stichwort. Aus zwei Gründen. Einerseits vielen Dank für diese angeschlossene Diskussion jetzt noch. Vielen Dank, Andi, für den Vortrag.